Schon im ersten Video zur allgemeinen Vorgehensweise haben wir gesagt, der erste Schritt muss immer sein, sich klarzumachen, was das Programm, das wir implementieren wollen, eigentlich leisten soll. Das besteht oft aus zwei Teilen, nämlich vorher, hinterher. Also das, was das Programm vorfindet an Situationen und das, was das Programm daraus machen soll. Hier auf dieser Folie sehen Sie erst einmal, was das Programm vorfindet, nämlich ein geschlossenes Zimmer in der Fopbot World. Und der Roboter ist irgendwo in diesem Zimmer platziert, zeigt in irgendeine Richtung und der Roboter weiß überhaupt nichts davon, wie das Zimmer aussieht, wo die Wände dieses Zimmers sind. Und das ist die Situation, die er vorfindet und das ist die Situation, die er hinterlassen soll. Auch wieder die Vorgabe, er soll nur einen einzigen Weg gehen durch die ganze World, also ganz konkret durch das Zimmer hindurch. Und er soll auf jedem Feld am Ende eine Münze hinterlassen haben. Ja, wir legen nicht fest, ob der Roboter Felder mehrfach durchlaufen wird. Das wird er jetzt hier durchaus auch einzelne Felder mehrfach durchlaufen. Aber am Ende soll auf jedem einzelnen Feld eine Münze platziert sein. Und wo der Roboter dann am Ende steht und welche Richtung er zeigt, das soll uns vollkommen egal sein. So, hier müssen wir uns jetzt wieder eine Idee überlegen, wie wir da vorgehen können. Und die Idee ist die, nehmen wir mal an, wir haben den Roboter irgendwie da an eine spezielle Position buxiert, an eine konvexe Ecke, dann können wir einfach so vorgehen, wie Sie das hier sehen. Erst einmal immer an der Wand lang einen Weg durchschreiten, der und dann der immer an den Wänden entlang geht und auf jedem Feld, das durchlaufen wird, eine Münze ablegen. So, irgendwann ist aber dann die ganze Wand mal durchlaufen und dann soll es nicht auf denselben Feldern wieder an der Wand entlang weitergehen, sondern jetzt entlang der Felder, auf denen wir schon Münzen abgelegt haben. Sie sehen, es bildet sich so eine Art Spirale von außen nach innen, die der Roboter durchläuft und irgendwann ist dieser Spirallauf fertig und das ist das Ergebnis, das wir am Ende erreichen wollen. Wir müssen uns jetzt also Gedanken darüber machen, wie wir das erreichen können, wie wir den Roboter erst einmal an so eine konvexe Ecke buxieren können und wie wir dann diese Spirale organisieren können. Wir müssen aber uns hier klar machen, wenn wir uns das genau anschauen, dass nicht jedes Zimmer geeignet ist oder andersrum gesagt, dass diese einfache Vorgehensweise, die wir implementieren wollen, nicht für jedes Zimmer geeignet ist. Solche Zimmer wie hier, die da solche Engpässe haben, die werden im Allgemeinen nicht funktionieren. Ja, wenn Sie den Weg verfolgen, die Spirale, die der Roboter nimmt, dann wird er hier diesen Engpass beim ersten Durchlauf immer an der Wand entlang blockiert haben. Und später, wenn er sich weiter hineinfrisst in das Zimmer, wird er da nicht wieder hinkommen. Dieser Bereich hier drin bleibt leer. Das heißt also, man könnte natürlich auch eine kompliziertere algorithmische Vorgehensweise sich ausdenken und dann implementieren, bei der das nicht passiert. Aber darum geht es hier nicht. Es geht hier nicht darum, tatsächlich beliebige Zimmer zu füllen, sondern es geht darum, sich Konzepte zu überlegen, wie man vorgehen kann und diese dann zu implementieren. Und wir sagen einfach, okay, das ist durchaus eine sehr häufige Situation, dass wir sagen, okay, diese algorithmische Vorgehensweise, die wir uns jetzt überlegt haben und die wir Schritt für Schritt dann bis zum Java-Code verfeinern wollen, die kann eben nicht jede Art von Zimmer tatsächlich korrekt bearbeiten. Das ist dann halt so. Das heißt also, es dürfen nur Zimmer von bestimmter Form tatsächlich hier in diesen Algorithmus dann hineingepackt werden. Sie sehen hier, wenn wir sozusagen die Abstandslinien von der Wand uns betrachten, dann sehen Sie, wo das Problem ist, dass hier diese Abstandslinien, die zweite und die dritte Linie dann auch, dass die hier unterbrochen sind, dass hier die erste Linie, die hier sozusagen auf sich selbst fast zurückläuft, also diese beiden Zeilen aneinander, die beide zur ersten Abstandslinie gehören, dass die das Problem sind, dass die das blockieren. Wir bräuchten hier diese weiteren Abstandslinien, die müssten hier auch noch hindurchgehen und das verbinden mit der Seite hier, damit das Ganze funktionieren könnte. Zum Beispiel in einem solchen einfachen Zimmer wie dem, dann sehen Sie, wenn diese Abstandslinien so hier wie in diesem Zimmer aussehen, dass
dass man an jeder beliebigen konvexen Ecke einfach das so machen könnte, aus diesen ineinander hinein geschachtelten Abstandslinien dann durch Änderung hier dann eine Spirale zu machen. Dann haben wir eine entsprechende Spirale, die wir durchlaufen können. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür, um ganz sicher zu gehen, dass wir bei jeder beliebigen konvexen Ecke starten können, brauchen wir einfach als Vorgabe, dass immer an jeder Stelle hier die Möglichkeit besteht, auf die nächst innere Abstandslinie zu kommen, sodass wir dann an jeder Stelle die Spirale bilden können. Wenn das der Fall ist, wenn das Zimmer so gestaltet ist, dass das der Fall ist, dann wissen wir, diese einfache algorithmische Vorgehensweise wird tatsächlich das tun, was wir von ihr wollen. Sie sehen beispielsweise hier, wie das aussieht, wenn das nicht der Fall ist. Hier starten wir mit dieser konvexen Ecke und hier wollen wir also schrittweise aus den Abstandslinien die Spirale bauen. Hier kommen wir aber nicht auf die tiefere, die innerste Abstandslinie. Und deshalb wird der Bau der Spirale nicht funktionieren und deshalb wird der Algorithmus nicht funktionieren. Der kommt hier hin und kann nicht mehr weiterkommen. Wenn wir hingegen hier zufälligerweise von dieser konvexen Ecke gestartet wären, dann hätte es funktioniert, weil an dieser Stelle tatsächlich kommen wir immer auf die nächst innere Abstandslinie, sodass sich also tatsächlich eine Spirale bauen lässt, die der Roboter dann durchlaufen kann. Sie sehen dann auch hier nochmal eine etwas anderes, ähnlich geartete Situation, wieder ein Engpass, nämlich dass die Abstandslinie auf sich selber verläuft. Das funktioniert natürlich auch nicht. Wenn wir jetzt den Algorithmus, den Roboter loslaufen lassen hier, dann entsteht die Situation, können wir ja durchgehen. Er geht einmal hier herum und nochmal hier herum, dann geht er hier hin und kommt nicht wieder zurück, denn hier sind ja schon auf den Feldern Münzen abgelegt und er soll ja auf jedem Vorwärtsschritt eine Münze ablegen. Das geht nicht mehr. So einfach ist unsere algorithmische Vorgehensweise gestrickt, dass wir sagen, okay, wenn es nicht mehr weitergeht, ohne dass wir eine zweite Münze irgendwo ablegen, weil wir in jedem Vorwärtsschritt eine Münze ablegen, dann funktioniert es halt für dieses Zimmer nicht. So, wie wir zu der ersten konvexen Ecke kommen können, das haben wir uns in dem Video zur allgemeinen Vorgehensweise Teil 1 angeschaut. Dazu brauchen wir jetzt nichts zu sagen mehr. Wir brauchen drei Schritte zu einer konvexen Ecke gehen. Wie gesagt, haben wir uns im anderen Video schon angeschaut. Aber wenn der Roboter dann an dieser konvexen Ecke anlangt, dann schaut er auf eine Wand. Das ist aber nicht die Situation, in der er die Spirale beginnen kann, sondern der Roboter soll keine konvexe Wand vor sich haben, um die Spirale zu beginnen, sondern nur eine Wand rechts neben sich haben. Und deshalb müssen wir ihn noch ausrichten. Ja, wenn der Roboter hier hingekommen ist zu dieser konvexen Ecke, ist er entweder von da gekommen und guckt nach rechts oder er ist von oben gekommen und guckt nach unten, in jedem Fall auf eine Wand. Und in dem Fall, wo er von links gekommen ist und nach rechts guckt, muss er sich einmal drehen. In dem Fall, wo er von oben gekommen ist und nach unten guckt, muss er sich zweimal drehen. Wir wissen also nicht, wie oft er sich drehen muss. Ist aber kein Problem. Wir wissen das Kriterium, wie oft er sich drehen muss. Nämlich, sobald er nicht mehr auf eine Wand, durch Linksdrehung nicht mehr auf eine Wand schaut, wissen wir, dass der Roboter bereit ist, um die Spirale auszulegen. So, jetzt können wir also loslegen, diese Spirale zu implementieren. Diese Vorgehensweise, bei der der Roboter in jedem Schritt eine Münze ablegt. Und wir sagen auch hier wieder, das haben wir in anderen Beispielen auch gesehen, haben wir auch so gemacht, hätten wir auch anders machen können. Wir legen uns hier wieder fest, erst soll eine Münze abgelegt werden und dann soll der Roboter auf das nächste Feld gehen, um dann dort wieder eine Münze abzulegen. Das ist sinnvoll, weil ja der Roboter erst einmal beginnt auf einem Feld, wo noch gar keine Münze abgelegt ist. Er hat ja noch keine Münzen abgelegt. Und das heißt, es ist sinnvoll, erst einmal in jedem Schritt auf dem Feld, wo er erstmal steht, eine Münze abzulegen
und dann einen Schritt vorwärts zu machen auf der Spirale. So, wir hatten schon beim ersten Video zur allgemeinen Vorgehensweise die Invariante gesehen. Das Grundlegende ist erst einmal, dass die invariante Aussage, was vor und nach jedem Schleifendurchlauf sein soll, ist, dass er tatsächlich bisher diese Schleife durchlaufen hat und auf jedem Feld, auf dem er da war, eine Münze abgelegt hat. Hier kommt aber noch ein wichtiger Punkt hinzu. Das ist sehr, sehr typisch für, wenn man sich Gedanken macht über die Details, wenn es dann in die Feinheiten geht. Ja, der Teufel steckt im Detail. Das ist beim Programmieren immer so, oder das ist ein Teufel, der im Detail steckt. Hier steckt ein sehr, sehr wichtiges Teufelchen im Detail, nämlich wenn der nächste Schritt, der nächste Durchlauf der Schleife gemacht werden soll, dann muss vorausgesetzt werden, in welche Richtung der Roboter zeigt. Und zwar nicht in welche Richtung nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, sondern in Abhängigkeit von der Schleife. Wir müssen festlegen, in Abhängigkeit von der Schleife, Entschuldigung, von der Spirale, in Abhängigkeit von der Spirale, wie sie bisher ausgelegt worden ist, wohin der Roboter zeigt. Das kann man jetzt verschiedentlich festlegen. Wir sagen einfach, wie Sie es auch in dem Bild unten sehen, der Roboter soll immer weg von dem letzten Feld der Spirale zeigen. Darauf verlassen wir uns dann im nächsten Schritt und das werden wir dann, wenn wir tatsächlich einen Durchlauf durch die Schleife uns ansehen, wie das zu implementieren ist, werden wir dann tatsächlich sehen, wie sich dann die Implementation darauf verlässt, dass der Roboter tatsächlich in diese Blickrichtung zeigt und nicht in irgendeine andere Blickrichtung. Ja? Wenn wir nicht darauf achten, kann es ja durchaus sein, dass der Roboter in eine beliebige Blickrichtung zeigt, je nachdem, was er im letzten Durchlauf so gemacht hat. Und das ist dann fatal für den nächsten Durchlauf, weil dann erst einmal irgendwie die Information weg ist, wo geht es denn jetzt eigentlich nach rechts weiter, von der Spirale aus gesehen, wie sie bisher ausgelegt worden ist, wo geht es geradeaus weiter, wo geht es links weiter. So, die Variante ist einfach, dass die Spirale in jedem Durchlauf der Schleife jeweils eine Münze mehr bekommt, dass der Roboter einen Schritt weiter gegangen ist, eine Münze mehr abgelegt hat auf der Spirale, sodass wir als Konsequenz wissen, nach endlich vielen Schritten, nämlich so viele, wie wir Felder haben, auf denen wir Münzen ablegen, nach endlich vielen Schritten wird der Roboter in eine Situation kommen, in der er zu Ende ist. Wir müssen uns natürlich noch Gedanken machen, wie die Fortsetzungsbedingung aussehen soll. Und wir sehen hier nur das Bild so ein bisschen, wie die Situation aussieht, wenn der Roboter nicht mehr weiterkommt. Aber das werden wir das alles im Laufe jetzt der letzten Folien sehen, wenn wir tatsächlich zum Java-Code kommen. So, aber bevor wir zum Java-Code kommen, überlegen wir uns, der Roboter kann ja jetzt, das ist die Situation nach einem Durchlauf durch die Schleife, also zwischen zwei Durchläufen. Wir müssen uns überlegen, was soll der Roboter jetzt als nächstes machen? Was der Roboter jetzt als nächstes machen soll, ist natürlich erst einmal eine Münze auf dem Feld ablegen, auf dem er ist, aber er soll dann nach rechts gehen, von sich aus gesehen. Das heißt also von uns aus gesehen nach unten und auch nach unten zeigen, weg von dem letzten Feld. Ja, also auf dem Feld, wo der Roboter jetzt steht, soll eine Münze liegen und der Roboter soll dann auf dem Feld darunter liegen in diesem Beispiel und nach unten auch zeigen, weg von dem Feld, wo er eine Münze abgelegt hat. Hier eine etwas andere Situation. Also das ist erstmal die Situation, wie es nach diesem Durchlauf aussehen soll. Hier haben wir jetzt eine Situation, dass es nach rechts nicht weitergeht. Dann soll er geradeaus weitergehen. Und eine Münze, wo er jetzt ist, ablegen und einen Schritt vorwärts machen. Und dann, ja, in dieser Blickrichtung bleiben, von dem Feld weg, auf dem er jetzt als letztes eine Münze abgelegt hat. Das ist jetzt die dritte Situation. Er kann nicht nach rechts, er kann nicht nach vorne, er kann nur nach links. Das heißt, in dem Fall soll natürlich der Roboter wieder auf dem Feld, wo er jetzt
Zu Beginn des Durchlaufs durch die Schleife steht ein Feld, eine Münze ablegen und dann soll er am Ende dieses Durchlaufs auf dem Feld hier rechts davon in unserer Richtung, links in Blickrichtung des Roboters stehen und weg von dem Feld, auf dem er jetzt vorher stand, auf dem er eine Münze abgelegt hat, also aus unserer Sicht nach rechts zeigen. So, nachdem wir diese drei Fälle gesehen haben, verstehen wir auch, was die Fortsetzungsbedingung sein muss, nämlich, dass es noch einen dieser drei Fälle gibt. Die Schleife soll abbrechen, wenn es keinen dieser drei Fälle mehr gibt. Das heißt also, wenn es nach rechts, geradeaus und nach links nicht mehr weitergeht. Dann kann der Roboter ja nicht mehr weitergehen, denn diese primitive Vorgehensweise war ja die, er soll ja bei jedem Schritt eine Vorwärtsschritt dann eine Münze ablegen und es sollen am Ende aber auch nur auf jedem Feld eine Münze sein. Das heißt also, wenn er diese Vorgaben nicht erfüllt, wenn er diese wenn er diese nicht erfüllen kann, dann soll er zu Ende sein. Egal, ob er jetzt das Zimmer gefüllt hat oder nicht. Wir haben schon diskutiert, wie die Zimmer aussehen müssen, damit er seine Aufgabe erfüllt, damit er das Zimmer tatsächlich mit dieser einfachen Strategie füllt, so dass immer nur eine Münze auf jedem Feld ist. So, dann gehen wir jetzt zur Implementation über. Wir benutzen denselben Trick wie in der allgemeinen Vorgehensweise 1, als wir die konvexe Ecke gesucht haben. Wir wissen ja an dieser Stelle noch überhaupt nichts über die Fortsetzungsbedingungen. Also, dass es entweder nach links oder in die Mitte oder nach rechts geht. Und wir verwenden wieder dasselbe Muster, dass wir eine boolesche Variable, not finished, haben. Und wir legen natürlich eine Münze als erstes ab auf dem Feld, auf dem wir stehen. Dann gucken wir, wie wir es eben gesehen haben, wenn es nach rechts weitergeht, dann soll er nach rechts gehen. Wenn es nicht nach rechts weitergeht, aber geradeaus, dann soll er geradeaus gehen. Und wenn es weder nach rechts noch geradeaus geht, sondern nur nach links, dann soll er nach links gehen. Und wenn alle drei Fälle nicht vorkommen, dann soll er not finished gleich false setzen und dann ist die Schleife dann beendet. Ja? In jedem einzelnen dieser drei Teile, nach rechts, geradeaus, nach links, werden wir gleich sehen, wenn dieser Fall tatsächlich funktioniert, dass er nach rechts, geradeaus oder links geht, dann soll durch ein Continue dafür gesorgt werden, dass die anderen Fälle und das Not Finished gleich False übersprungen werden und es gleich wieder weitergeht mit der Auswertung der Fortsetzungsbedingungen, die immer noch True ist und dass es dann weitergeht. So, das schauen wir uns im Detail jetzt an. Wir wollen schauen, ob es nach rechts weitergeht. Und wenn es nach rechts weitergeht, dann soll der Roboter tatsächlich nach rechts gehen, von seiner jetzigen Blickrichtung aus nach rechts gehen, einen Schritt nach rechts gehen und nach rechts auch dann schauen. Weg von dem Feld, auf dem er jetzt eine Münze abgelegt hat, auf dem er nach dem letzten Durchlauf zu stehen kam. So, dreht sich also nach rechts. Eben dreimal nach links und der erste Fall erst einmal ist natürlich der, dass da eine Mauer steht auf der rechten Seite und in dem Fall, dass da eine Mauer steht, müssen wir gucken, was wir dann machen. Aber wenn da keine Mauer steht, dann geht der Roboter erst einmal ein Feld nach rechts, versuchsweise, und guckt, ob da eine Münze ist. Und wenn da keine Münze ist, wie angekündigt, Continue. Der Roboter ist jetzt fertig. Er hat sich von dem Feld, wo er gestartet ist in diesem Durchlauf der Schleife, hat erst eine Münze draufgesetzt, hat sich nach rechts gedreht mit dem Code, den Sie hier sehen, ist einen Schritt vorangegangen, hat festgestellt, wenn wir hier ankommen in dem Prozess, dass keine Münze auf dem Feld rechts ist und ist damit fertig, weil der Roboter dann ja auch rechts von der ursprünglichen Blickrichtung tatsächlich weg von dem Feld zeigt, auf dem er die Münze zuletzt abgelegt hat. So, das ist also der einfachste Fall erst einmal. Der Roboter hat rechts neben sich keine Wand, geht deshalb einen Schritt nach rechts und stellt dann vielleicht fest, dass da auch keine Münze ist. Und damit ist dieser Durchlauf tatsächlich schon zu Ende. Der Roboter ist perfekt positioniert, sowohl das richtige Feld als auch die richtige Blickrichtung für den nächsten Durchlauf.
So, es kann aber auch sein, dass das nicht der Fall ist. Also hier sehen Sie nochmal den Code von eben. Was muss dann passieren? Wir müssen dann von dem ursprünglichen Feld aus schauen, ob es von da aus dann geradeaus in ursprünglicher Richtung oder nach links in ursprünglicher Richtung geht. Das heißt also, wir müssen den Roboter erst einmal wieder auf das ursprüngliche Feld bugsieren und also umdrehen, einen Schritt auf das ursprüngliche Feld zurück machen und dann müssen wir diesen Roboter dann nochmal einen Schritt nach rechts drehen, damit er in der ursprünglichen Richtung geradeaus schaut, dass wir testen können, ob in der ursprünglichen Richtung geradeaus es die Möglichkeit gibt, nachdem wir festgestellt haben, dass es rechts nicht geht. Und hier sehen Sie einen kleinen Trick, den muss man nicht machen. Man könnte es auch ein bisschen umfangreicher mit mehr Anweisungen auch einfacher machen. Wenn der Roboter also nicht an einer Wand rechts steht, ist er ja einen Schritt nach rechts gegangen, hat festgestellt jetzt, dass da eine Münze drauf ist, dreht sich um, geht wieder auf das ursprüngliche Feld zurück und mit dreimal Turn Left dreht er sich nach rechts, um in ursprünglicher Richtung wieder geradeaus zu stehen und dann als nächstes zu testen, geht es geradeaus weiter. Wenn aber hier die Situation von vornherein nicht gegeben ist, dass er auf das rechte Feld kommt, weil eine Wand dazwischen ist, was soll er dann machen? Also der Roboter hat sich in der ursprünglichen Blickrichtung gedreht nach rechts, stellt jetzt also fest, dass hier eine Wand ist und müsste sich einmal wieder nach links drehen, um dann wieder in der ursprünglichen Blickrichtung zu sein, um zu testen, ob es in der ursprünglichen Richtung geradeaus weitergeht. Und genau das wird durch diesen kleinen Trick, durch diese kleine Zusammenfassung hier gemacht. Wenn da eine Wand ist, macht er einmal hier Turn Left. Wenn er hingegen hier reingegangen ist und zurückkehrt, macht er dreimal Turn Left. Und in beiden Fällen zeigt er dann in der ursprünglichen Blickrichtung nach Ende des letzten Durchlaufs wieder geradeaus, um jetzt zu gucken, geht es geradeaus weiter. Und das geradeaus Weitergehen geht jetzt genau so ab wie eben. Das brauchen wir uns nicht im Detail ansehen. Machen Sie sich klar, es ist exakt dasselbe, was jetzt hier passiert, nämlich, dass er einen Schritt weitergeht nach vorne, geradeaus in ursprünglicher Richtung. Wenn dort keine Wand ist, wenn eine Wand ist, muss er dann halt wieder nach links drehen. Wenn eine Wand ist, wenn keine Wand ist, geht er einen Schritt geradeaus, prüft, ob da eine Münze ist. Wenn nein, ist er genauso wieder fertig. Wenn ja, muss er wieder auf das ursprüngliche Feld zurück und muss sich dann so positionieren wieder, dass er dann nach links gucken kann, um zu sehen, ob es da weitergeht. Und wenn auch das nicht geht, wenn in keinem dieser drei Fälle ein Continue passiert, kommt er am Ende in die letzte Anweisung der Schleifenrumpfes hinein, dass Not Finished auf False gesetzt wird und dann wird die Schleife abgebrochen. Und damit ist auch dieses Beispiel für allgemeine Vorgehensweise beendet.